Es war nicht deine Wiederholung. Es war nicht dein Einfluss. War nicht dein Zutun. Waren nicht deine Worte. War nicht das Gesetz, das für den Zeilenanfang gilt. Hallo, ich will euch erstmal hier in Leipzig begrüßen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr die Einladung angenommen habt vom Jazzclub Leipzig und auch hier dabei seid. Es ist, fällt mir gar nicht so einfach, so ein Gespräch zu eröffnen, weil ich merke, dass man, wenn Dinge so inhaltlich so extrem mehrdimensional sind, versucht man immer die Fragen besonders schlau zu machen, weil man das Gefühl hat, man will diesem Inhalt entsprechen. Wie schafft man es, eine private oder ja eine sehr, sehr private und irgendwie doch ein sehr eigenes Schicksal und ein sehr individuelles Schicksal oder Familiengeschichten innerhalb von so einem Programm zu etwas zu machen, was mehr oder weniger eine Allgemeingültigkeit besitzt? Wenn das die Frage beantwortet, also ich habe irgendwann für mich entdeckt, so meine Aufgabe ist es, glaube ich, irgendwie, weil es auch das Einzige ist, was ich machen kann, in mich selber zu starren die ganze Zeit. Und das, was da passiert, das ist es vielleicht doch wert, einfach weil wer anders sich darin auch wiederfindet. Und so kann man in einem Musikstück oder auch in einem Gedicht, tue ich das ja, etwas sehr, also eine private Bewegung irgendwie zeigen nach außen. Ich fragte ihn nicht, warum er über seinen Vater geschrieben hat. Ich fragte ihn nicht, wie es ihm gelungen ist. Es ist Herbst und ich frage ihn noch immer nicht. Seitdem wir das letzte Mal miteinander gespielt haben, hat sich alles verändert. Iran hat sich verändert. Nach 43 Jahren anhaltender Angst, jetzt wieder Hoffnung und wieder Angst. Noch ist alles zu nah, um es mit Klarheit zu sehen. Noch klammere ich mich an die Sätze, die ich im Frühjahr geschrieben habe. Try breathing, for instance. Wie findet man die musikalische Entsprechung innerhalb dieses Duo-Klangkörpers, sag ich mal? Also für mich ist ja das Musikmachen ist so ein, irgendwie so ein tiefer Antrieb, der mich auch in meiner Jugend irgendwie so emotional am Leben gehalten hat, sage ich mal. Dass das für mich eigentlich ganz automatisch passiert, dass man irgendwie emotionale Haltung in so einem Programm irgendwie in Töne transportiert. Mhm. Das ist eigentlich in allen Projekten, die mir wichtig sind, ist das eigentlich mein Antrieb für das, was dann schlussendlich aus mir rauskommt. Und ich denke da gar nicht so sehr über welche Note spiele ich jetzt genau, sondern oder welchen Rhythmus, sondern ich versuche halt irgendwie so eine die Atmosphäre zu sehen, die zum Beispiel die Wörter von Tanaskol kreieren und versuche die dann in diesem speziellen Fall eben mit meiner Emotion zu untermalen. Ja? Und für mich fühlt sich das gar nicht herausfordernd an. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, der passiert. I mean, there's so much. You could connect loose ends. And you could lick a finger. And wait for. Wir haben Erinnerungen kollagiert. Ich habe Texte kollagiert, die es schon gab, und Texte, die neu entstanden sind in dieser Woche, die wir gemeinsam verbracht haben. Du hast Lieder gehabt, die es schon gab, auch ja. die du neu interpretiert hast. Genau. Und Improvisationen, die dann irgendwie dazugekommen sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese ganze Idee von. Diese ganze Idee, dass das irgendwie, dass Erinnerung
dass Geschichte überschrieben wird, dass sie neu gedacht wird, dass sie genauso nacherzählt wird, dass all diese Schichten immer wieder auftauchen und irgendwie immer wieder neu da sind auf allen Ebenen, also auf der Textebene, auf der musikalischen Ebene. Ich finde, das repräsentiert das Programm auf verblüffend unprätentiöse Art und Weise. Also mich hat das total fasziniert, wie organisch genau all diese Punkte ineinander greifen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man so, also dass so einen Moment irgendwie absichtlich aus so einem Formular erschaffen wird, weil es jetzt irgendwie gut wäre, jetzt hier so einen Höhepunkt zu setzen. So. Das fand ich sehr, sehr, wirklich, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe noch eine Frage. Was hat's mit dem, was bedeutet der Titel direkt? Dirty Dur heißt, also auf Deutsch klingt es immer so kitschig, aber a distant pain, also ein ferner Schmerz, ein Schmerz, der irgendwie, den du noch fühlst, der wie so nachhallt und nachklingt in dir, der aber eigentlich woanders stattgefunden hat. Mhm. So ein bisschen. Also, ja, ich finde das so ganz, wir haben darüber gesprochen, dass natürlich jetzt die aktuelle Situation im Iran auch vielleicht eine andere Form von Aktualisierung braucht. Das ist für uns, glaube ich, beide so krass, weil wir uns so damit konfrontiert haben, ausgerechnet in diesem Jahr, in dem noch einmal die offenbar eine neue Bewegung da durch das Land geht. Und und dieses Distant Pain zu merken, dass das irgendwie so very acute ist, also sehr nah jetzt und sehr, sehr akut, sehr da. Und das, schon ist nicht so krass. Distant gerade. Ne? Ja, genau. Ja. Also, und eben das ist es ja auch. Also ich glaube, dieses Ding von, es wird gerade ja sehr oft benutzt, diese Terminologie transgenerationale Traumata, diese, ja, also dass man, es ist irgendwie etwas, was woanders passiert ist, aber es ist immer noch in dir. Es ist, du bist, also es ist eigentlich dein Schmerz. Genau. Und die direkte politische Situation holt dann das auch dann quasi auch total. So direkt vor den wieder vor die Augen. Und eben nicht nur Unsinn, sondern auch so zu merken, dass es so, das ist irgendwie so oder so ähnlich. Also es klingt so ein bisschen blöd, aber irgendwie das ist, ich glaube, das sind so persönliche Geschichten, sind immer das, sind irgendwie wie die Geschichten von anderen oder so ähnlich. Also das ist irgendwie so. Ja. Und dann auf die Weise. Da stand er am Zaun. Obwohl er immer Nachtschicht hatte. Stand er am Zaun mit einem Ballon. Es muss 1990 gewesen sein. Der ernste Arzt. Ich glaube, die Band fängt jetzt an. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen reden, aber soll ja auch nur kurz sein. Deswegen vielen Dank für das kurze Gespräch und vielen Dank für euer Konzert und danke für euren Besuch. Hey, danke. Vielen Dank für die Einladung. بهار ما گذشته گل